Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer Folge Moneymaker. Auf dem gommade.net Server spiele ich so gut wie nie drauf, aber die haben einen neuen Spielmodus und den will ich unbedingt mal austesten. Ich bin schon mal kurz reingegangen und wir bekommen hier das Tutorial. Klicke auf den Rüstungsständer im Minengang an und kaufe einen Minenarbeiter. Weise diesen danach deinem Minenarbeitsplatz zu. Er baut nun Gold ab, welches er in seiner Truhe mit unbegrenzter Kapazität zwischenlagert. Also hier, das ist so ein bisschen Abklatsche von diesen Idle-Games, die man auf dem Handy hat. Und hier muss man eben sich Minenarbeiter kaufen und die tun dann... Ach, die sind sogar animiert. Wird auch gerade gut gespielt. Was mir am Gommes-Server gefällt, ist diese Anzeige da oben über der richtigen Tablist, diese PNG-Anzeige, und spielen auch viele Teammitglieder, aber irgendwie werden hier nur ganze Skins angezeigt. So, was muss ich denn drücken? Minenarbeiter. Abbaugeschwindigkeit. Was? Kaufpreis 0. Okay, jetzt habe ich gekauft. Was muss ich dann machen? Und kaufe einen Minenarbeiter, weil die sind danach dein Minenarbeitsplatz zu. Okay, wie mache ich? Ah, ja, okay. Stelle einen Transportarbeiter ein. Stelle nun einen Transportarbeiter ein, indem du dich zum Rüstungsständer am Anfang der Schienen begibst. Diese Arbeiter beaufsichtigen die Lore, welche das Gold aus dem Zwischenlager des Minenarbeiters abholt und in das Lager der Schmiede bringt. Auch diese hat eine unbegrenzte Kapazität. Okay. Okay, ah, jetzt ist das hier Rüstung, Ständer. So, zack. Ah, und der bringt jetzt das Gold. Interessant. Begib dich nun zum Rüstungsständer vor der Bank und stelle einen Bankarbeiter ein. Dieser holt nun das Gold aus der Schmiede ab und bringt es zur Bank. Sobald es dort angekommen ist, wird es dir auf dein Konto gutgeschrieben. Vor der Bank, wo ist die Bank? Hier sehe ich ein Dollarzeichen und hier ein Bankarbeiter. Den kaufe ich mir mal und da ist er auch schon. So, sobald dir deine Mine genug Geld auf dein Konto eingebracht hat, klicke deinen Minenarbeiter an und verbessere den Minenarbeitsplatz. Die Verbesserung gilt unabhängig vom Arbeiter für das gesamte Arbeitsplatz. Für den gesamten Arbeitsplatz. Ich kann schon wieder nicht lesen. Für den gesamten Arbeitsplatz, welcher auch ein maximales Level besitzt. Dadurch erhöht sich die Produktion deines, da ist kein Bindestrich. Jetzt habe ich es verloren. Moment, jetzt wurde deines Minenarbeiters, wodurch dieser mehr Geld abbaut. Diesen Wert kannst du auch im Scoreboard einsehen. Glückwunsch, du hast eine neue Geldeinheit erreicht. Es gibt verschiedene Einheiten, welche deine gigantischen Geldmengen einfach darstellen. In tausender Schritten erreichst du so nach und nach folgende Einheiten: K für 1000, L Millionen, B Billion, T Trillion, AA, ABAC. Okay, ich glaube, da sind wir noch weit entfernt. Hinter den Namen jedes Spielers siehst du auch die Bezeichnung jeder Einheiten, bei welcher sich der Spieler gerade mit seinem Idol befindet. Beispiel K. Okay, oh, die haben ja ganz schön viel Geld schon. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Lager 1,17k haben wir hier. Arbeit tauschen. Effekt aktivieren. Okay, da füllt gerade nach. Ah, da sehe ich so einen Ladevorgang. Ach so, der bringt das jetzt zur Bank. Ach so, okay. Ja, nur mal kurz zum Verständnis. Der Minenarbeiter baut ab. Dann geht's mit der Lore hier zum Lager und vom Lager aus zur Bank. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. 584, okay. Und wie baue ich jetzt das Arbeitsplatz freischalten? 50.000, ich habe schon mal 7.000. Okay, das ging relativ schnell. Aufgaben, was haben wir denn? Tägliche Aufgaben, aktiviere 3 Geschwindigkeitseffekte deiner Arbeiter. Hebe deinen aktuellen Boost von 30%. Aktiviere 3 Effekte deines Transportarbeiters. Okay. Saisonale Aufgaben. Saisonale. Ach, wie auch immer es ausgesprochen wird. Okay, hier muss man eigentlich nur Effekte und Booster aktivieren. Das sind jetzt noch nicht so vielfältige Aufgaben. Aber 5
Transportarbeiter. Da läuft das dann, denke ich mal, schneller ab. Okay, jetzt ist aber der Frage, haben die das so ein bisschen 1:1 gemacht? Von wegen, ich muss hier die Leute arbeiten lassen und dann machen die Geld. Und was ist das Ziel, wenn es dann eins gibt? Weil in den richtigen Spielen, glaube ich, gibt es auch kein wirkliches Ziel. Nur einfach großer, 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 mehr Geld, Geld, Geld. Okay. Ich würde sagen, das wäre es erstmal vom ersten Teil gewesen. Ich werde gleich noch einen zweiten Teil aufnehmen, in dem ich hier ein bisschen mehr machen werde. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich jetzt wieder 2 Wochen nicht zu Hause bin. Deswegen muss ich dementsprechend wieder ein bisschen kürzere Folgen vorproduzieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben oder runter, Kommentar und ciao, Leute.